Ein Hund! What the? Polka! What's going on here? I'm sorry about this. This is my dog Shadow. So, that's what was making his back move. Oh, holy moly! I thought my heart was about to stop for a second here. Oh, and for our foreign lawyer, Paul Kunker is what we say when we're surprised. Ah, ich wollte gerade fragen. I see. Well, that was rather surprising. I can't believe he explained that word to me. Is His Majesty secretly a language nerd? Still, if what you've discovered through your cross-examination is correct, then the accused has seen the murder weapon in person before. Which just makes him more suspicious than ever. Which just makes things worse than ever. Albie, please give only true statements. I can't help you if you don't tell the truth. Also wir sehen ganz klar, ne? Albie lügt sich hier was zurecht. Er hat gesagt, er hat diese Treasure Box niemals gesehen. Die Treasure Box mit dem grünen Schmetterling drauf. Dabei muss er sie ja gesehen haben, ne? Weil ja, wir haben es ja gerade eben gelesen, ne? Aber ich erkläre es jetzt hier für die ganz, für die Leute, die es halt noch nicht verstanden haben. Und zwar hier, es ist halt der grüne Schmetterling, woher hätte er das denn wissen sollen? Ne? Klar, man hätte sagen können, er hat das von irgendwo aufgeschnappt, er hat es von irgendwo gehört, von irgendwelchen Leuten, aber naja, da denke ich jetzt mal nicht dran, ne? Also er wird diese Schatzbox schon gesehen haben. Die Frage ist nur, warum? Vielleicht, weil er neugierig war oder sowas. Kann sehr gut sein. Darn, I just can't seem to get him open up to me. What in the world happened in this country to make even a kid like Albie hate lawyers so much? As I suspected, this cross-examination session has served no purpose whatsoever. But armed as we are with the benevolence inside, there's no reason to doubt his guilt. Wait just one moment, Your Majesty. I haven't seen this divination seance for myself yet. As the defense, I have right to check it. Very well. We will ask to have her benevolence perform the divination seance again. But then, right after your tearful begs for mercy, I really do have to be going. The only tearful begs are going to come from the prosecution when we fall. Da haben wir die neue Person in diesem Spiel. Reifer. Sie ist reifer als je zuvor. Aha! There she is. Her benevolence. Bar-padded attorney. Yes? I'm told you question the veracity of the sacred divination seance. Rest assured, you will soon see the error of the foolish ways. Now then, your benevolence, the divination seance, if you would. Certainly. Nina, my robe. Ja, es ist halt die Königin von Korain, würde ich sagen, ne? Oh, holy mother, we hold this divination seance in your name. Let the eyes of everyone here be clear, and our ears be unstopped. O dance of devotion, guide the victim's soul to me, so that we may receive their final memories in the pool of souls. Wird jetzt übrigens eine lange Sequenz und ich kann euch sagen, wir werden diesen Fall nicht zu Ende spielen. Gerade auch, weil dieser Fall hier nicht zu Ende gespielt werden kann. Man kann einen Teil des ersten Falls lösen. Das habe ich auf der Gamescom gesehen. Aber nicht alles. Und
Da dieser Tanz hier extrem lange geht, ich aber ihn nicht skippen möchte, um euch das ganze Gameplay zu zeigen, würde ich sagen, wir beenden nach diesem Tanz hier das Let's Show. Es war auch nur ein Let's Show, wir haben nur kurz mal reinschnuppern wollen. Ich spiele jetzt mit euch nicht diesen ersten Fall zu Ende. Ihr habt gesehen, mein Englisch ist sehr brachial. Und ich würde jetzt gerne mal die Fräsen halten, damit ihr euch dem wunderbaren Tanz hier widmen könnt. Gozaimasu. Das war der Tanz. War er nicht bezaubernd? War er nicht wunderbar? Ich habe mich schon mal auf der Gamescom gefragt, warum muss man diesen Tanz so in die Länge ziehen? Sieht zwar schön aus, aber ich werde, wenn man das jetzt in jedem Fall so angeht, wow. So, und hier sieht man jetzt gerade, wie der kleine Junge quasi gefesselt worden ist. Und das sieht man quasi dann in diesem Screen hier, in diesem Wasserbecken halt, ne? Das ist das Ding. Und ich habe auch auf der Gamescom nicht ganz verstanden, wie das hier funktioniert. What just happened? An image appeared in a pool. A final message from the victim's soul. The last communication of his Mitama. The divination Theos has revealed this to us. Her benevolence can use her power of spirit communion to project the victim's memories of the last few moments before their defense. So what we say in this pool is what Mr. Roll actually experienced? In the victim's memories, we can see the accused raising a weapon up over his head. This is consistent with the findings of the police investigation. This looks bad for Albie. Really, really bad. You have plenty of time to regret your folly in the Twilight Realm. The souls of the departed speak only the truth, and I but give their messages a voice. If you would think my insights contain falsehood, I challenge you to prove it. Ich glaube, das ist so der Moment, wo wir jetzt mal aufhören mit dem Let's Show. Weil ich würde sowieso nicht verstehen. Das ist halt so eine Art Zeugenaussage und Kreuzverhör nur auf einer anderen Art und Weise. Na? The accused swung whatever he was holding down on the victim's head. With the pain, the victim's vision went dark. This is when he lost his life. Still, I can't believe it. A murder after the morning dance of devotion. These are the victim's experiences just before his death. As the victim's final memories, we can assume they aren't lies. Richtig. Ne? Gedanken kann man nicht erlügen. So ist das. So, how do I break this down? Allow me to relieve you of your ignorance, defense. Did you notice the words that appeared in the seance vision? Ja, da war doch irgendwas mit Boy's Voice und sowas. Genau. Song of Ceremony, Boy's Voice, Incense. Come to think of it, I did see words like Song of Ceremony and Incense. The victim's final memories are not limited to sight alone. Sight, smell, taste, sound, touch, all is laid bare in the pool of souls. So what Mr. Roll experienced with his five senses appears in the vision as words, right? Precisely, and by examining these sensations, we can perceive the victim's final moments with unparalleled clarity. Okay, so this vision shows what the victim was experiencing with his five senses.
Wait a minute. Just before. Her benevolence said after the morning dance of devotion, didn't she? Isn't there something off about that? I used these arrows to select this insight I think is off. Okay. Yes, this is the insight that sounded funny. Still, I can't believe it. A murder after the morning dance of devotion. Now, I'll just carefully compare this insight with the Sior's vision. If I notice a sensation that seems contradictory, I'll tap select. Incense? Yeah. Song of Ceremony? Boy's voice. Okay. Pain. Also, das ist halt so das Ding. Ich check halt nicht, was man davon mir möchte. Das ist halt. Auf Deutsch würde ich sofort verstehen, aber so auf Englisch und so weiter ist es halt wirklich schwer, diese ganzen Begriffe noch einzubringen und fachgemäß zu übersetzen. Es ist wirklich sehr schwer. Ne? Ich weiß halt echt nicht, was ich hier selecten soll. This part of the vision doesn't seem to really contradict the insight. I better tap select at some other point in the vision. Okay. Ich würde sagen, bei Pain kann man, glaube ich, mal draufschlagen, ne? Vielleicht bringt es das ja, aber das kommt so plötzlich, wisst ihr? Zack! This is it. This is the part of the vision that contradicts the insight. Now I just select the sensation I think is inconsistent and then present exit. Touch. Yeah? Wait, no, that's not it. This sensation isn't really inconsistent with the insight. Ah, okay. Geruch, das Berühren, das ist, ja, das Sehen, Song of Ceremony. Objection! War's das jetzt? Wait just a moment! Yes, what is it, barbed head? You're saying the incident occurred after the morning dance of devotion, right? That is right. What of it? Then, isn't it strange that Mr. Roll couldn't still hear the Song of Ceremony? Oh my, you're absolutely right! That's enough! Is that all that troubles you? Huh? What the victim heard was just a practice run of the Song of Ceremony. Practice run? What are you talking about? Mr. Payne, if you would. Certainly, the incident occurred after the morning performance. Ihr müsst halt verstehen, dieser Mr. Roll, der hat wohl irgendwie den Song of Ceremony gehört, bevor er gestorben ist, was aber gar nicht sein kann. Und naja, jetzt hat quasi diese Königin oder diese Priesterin da als Einfluss gebracht, dass man auch manchmal so eine Übungsvorstellung des Song of Ceremony macht. Na, so eine Morning Performance halt. Und deswegen hat er das gehört. Certainly, the incident occurred after the morning performance, during which time the song's singers were practicing in a performance hall. Precisely. I was there as well, so I can corroborate the statement. I see. So what the victim heard was a practice session. There goes my contradiction. A most exquisite rebuttal, your benevolence. Now, if you wouldn't mind, could you please revise your insight for us? Very well. Insight revised. The song of ceremony the victim heard was of a practice run, okay? I think I'm getting the hang of this. If I pound out an inconsistency,
She'll update her insights accordingly. So if I keep pointing things out, maybe I can knock all of her insights out after all. I better find another inconsistency, no matter how small. Jetzt ist die Frage, sollen wir das gleiche nochmal angreifen? Also die geänderte Aussage quasi, die wir gerade eben halt gesehen haben? It's a bit hard to focus on the insights with the science vision going. I'll try using the pause button to temporarily stop the vision. Wird auch gerade hier erklärt, wie man mit diesen Insights und sowas umgeht, ne? Ja, ich habe L gedrückt, ist in Ordnung. There! I paused the vision. I think I can touch the flashing panels Y and A to jump to different parts of the vision. I'll try moving the meter mark to the flashing red panel there. Haben wir. Okay. Now that I know how to get around in Cian's visions, it's time to find inconsistencies between the insight and the vision. Oh ja, hi. Es waren also quasi drei Aussagen, ja? Also es ist wirklich sehr komisch. Ich verstehe halt echt nicht, was man da von mir möchte, ne? Das mit gerade eben, das war vielleicht noch so ein bisschen okay. Konnte man so ein bisschen sich reinfühlen. Aber jetzt gerade bin ich halt echt planlos. Um ehrlich zu sein. Song of Ceremony the victim heard was of a practice run. Hier steht aber auch nicht irgendwie, wann der Song of Ceremony gespielt wird. Das ist halt das Komische, ne? Das kannst du halt echt nicht sagen. Wann war denn der Mord nochmal? Kann man das sehen? Okay, das war dann wohl zwischen 12 Uhr mittags und 1 Uhr mittags, oder? Wir können jetzt nicht mit den Beweisen reingehen. Wir müssen hier das Ganze so halt machen. Sehr komisch. Vielleicht mal bei Sound of Ceremony reinhören, oder? Was meint ihr? Ne, ist falsch. Ach, komm schon, ey. Ist doch kacke. Ja, ich check's halt wirklich nicht, ne? Und ich glaube auch, dass ich dieses Let's Show hier in zwei Hälften spalte. Weil es halt echt gerade extrem in die Länge geht. Ich wollte eigentlich schon längst aufgehört haben, aber ich will es halt trotzdem mal irgendwie gelöst bekommen hier. Na? Ich habe trotzdem irgendwie das Interesse dafür. Ich weiß auch, wir müssen... Nein. Aber kann ich auch irgendwie was vorzeigen? Nee, ne? Das ging nicht. Okay. Ich check's halt echt nicht, ne? Da muss ich hier wie. With the pain, the victim's vision went dark. This is when he lost his life. The accused swung whatever he was holding down on the victim's head. Die Boys Voice. Vielleicht hat die ja irgendwie was zu sagen. Kann man da irgendwie. Na? Ne, ist auch falsch. Ich check's nicht. Ich check's halt wirklich gar nicht. Es tut mir echt leid, ne? Aber wie dieses System hier funktionieren hat, ich habe keinen Plan. Wow. Ich würde sagen, entweder Game Over oder wir schaffen es, aber dann ist halt auch das Let's Show vorbei.
Sehr, 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 sehr komisch. Ich frag mal da unten nach. I can't seem to find any inconsistencies, but something been nagging at me. I think it has something to do with the sensation of pain. Aha. Although I shouldn't overlook the moment the victim was struck either. I think I'll take another look at the insides with those things in the mind. Okay, wir können auch Tipps und sowas bekommen, das ist ziemlich cool. Und er meinte, wir sollten auf den Pain hören, auf den Schmerz. Dann werden wir das gleich mal machen. Also quasi direkt hier. Objection! Ist aber auch falsch. Kein Plan, ey. Nee. Soll wohl irgendwas mit dem Schmerz zu tun haben, aber dann frage ich mich so, Ich weiß gar nicht, wie das übereinander läuft. Was soll mir diese Darstellung da sagen? Das sind doch die Gedanken, oder nicht? Das sind ja alles die Gedanken von diesem. Komisch, aber auch diese Flammen da unten, das ist halt auch so. Nee. Hier, ganz ehrlich, was soll das hier sein? Dieser. Kann man hier vielleicht irgendwie was rauserkennen? Ich drücke ja gerade hier dieses Feld auf dem Touchscreen ein, wo auch quasi diese kastrierten. Nicht kastriert. Pff. Ja. Alles klar, Kai. Nee, ich habe ja dieses untere Feld hier gerade so am Start, ne, aber ich. Was soll mir das bringen? Ich bewege mich da jetzt rumher und kann halt auch sagen, okay, jetzt kann ich, wenn ich den Touchscreen bediene, diesen Cursor bewegen, aber das bringt mir auch nichts. Ganz ehrlich. Mindestens. Also, vielleicht müssen wir zum Zeitpunkt des Pains den Song of Ceremony einreichen. Ich weiß es nicht. Ich wird wahrscheinlich auch nicht sein. Nee. Kein Plan. Ja, ich denke, wir kriegen das hier nicht gebacken. Das ist, wow. Ja, das ist das Problem. Also man sollte die Demo halt echt auf Deutsch zur Verfügung stellen, ganz ehrlich. Ich verstehe, ich frage mich auch so, wie teuer muss das wohl sein, so ein Spiel zu übersetzen? Kann das so teuer gar nicht sein. Ja. Dann müssen wir vielleicht die zweite Aussage angreifen. Keine Ahnung. Ich meine, warum sollten wir? Wenn wir diese Aussage hier quasi aktualisiert haben, sollte doch hier irgendwie das Problem sein. So, practice to run, ey. Das ist sehr, sehr komisch, ey. Nee, ey. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ihr da eine Erklärung zu habt, wenn ihr das verstanden habt, dann haut mal raus. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Wirklich. Wisst ihr was? Ich werde jetzt auch mal hier die zweite Aussage dann vielleicht angreifen. Vielleicht ist das ja... das, was hilfreich ist, oder was mich weiterbringt. With the pain, the victim's vision went dark. This is when he lost his life. Trotzdem kann er auch die Boys' Voice dann hören, ne? Das ist ja auch komisch. Ne? Mit dem Schmerz, den das Opfer bekommen hat, wurden seine Wahrnehmungen schwarz. Und das ist, als er das Leben verloren. Trotzdem hört er dann aber auch die Boys Voice. Aber man muss sagen, die Boys Voice kommt ja auch vor dem Schmerz. Also, ich reiche mal die Boys Voice ein, aber das bringt ja auch nichts. Wir werden verlieren. Leider Gottes.
Ne? Also wird unser kleiner Freund in diesem Let's Show, naja, schuldig gesprochen. That's enough. I see no need to further prolong this trial. The defense case is insufficient to overturn the prosecution's claims. This court finds the accused all be agreed. Schuldig. Er wird geköpft. Die Sau. Ja, Leute, das tut mir natürlich sehr leid, aber ich, wirklich, ich habe keine Ahnung. Entweder liegt es an meinem Englisch oder es liegt an meinem Verständnis. Für das, was da halt geschrieben stand. Aber ich habe auch dieses System dahinter so überhaupt nicht verstanden. Vielleicht muss ich es mir mal so im Ruhigen durchlesen, weil es ist auch so, wenn ich es quasi mir durchlese und laut vor mich selber, dann verstehe ich auch meist dann den Sinn dahinter nicht. Ich muss mir das halt echt dann in Ruhe durchlesen, aber okay. Yes, ich hoffe, ihr habt euch so einen kleinen Eindruck davon machen können. Das war auch das Ziel, nicht, dass wir die dass wir quasi die Demo durchschaffen, sondern dass wir uns erstmal das Spiel angucken, was ist neu und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr konntet euch ein Bild davon machen. Das war nämlich das Ziel. Und ja. Falls euch das nicht reicht, ich habe auch noch ein Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations Let's Play auf dem Kanal, das momentan läuft. Könnt ihr auch reinschauen, wenn ihr darauf Bock habt. Von daher gesehen, man sieht sich, haut rein, ciao!